Hallo Besucher, für meine Projekte mit dem Raspberry Pi habe ich mich bei meinem Lieblingschinesen nach einem kleinen Display umgeschaut. Nein, nicht hier, sondern hier auf der Banggood Webseite. Da habe ich auch dann ein ansprechendes Produkt gefunden. Das habe ich dann bestellt und nach etwas über einer Woche kam dann die Sendung per Einschreiben bei mir hier im Saarland an. Und dann habe ich natürlich ausgepackt. Ich mache das mal so wie bei anderen berühmten YouTube-Videos und beginne mit einem Messerschnitt. Ausgepackt habe ich dann die Steuerplatine. Die Bedienungsplatine samt Kabel. Ein USB-Kabel zur Stromversorgung und dann das 7 Zoll Display. Der Zusammenbau ist einfach. Es werden auch keine speziellen Treiber dazu gebraucht. Das Ganze ist als ein Plug-and-Play-System konzipiert. Zuerst schließe ich das Display an die Steuerplatine an. Danach kommt die Bedienungsplatine mit Ein- und Ausschalter, Menüsteuerung und Wahl des Display-Anschlusses. Es folgt der erste Test. Die Versorgungsspannung von 5 Volt beziehe ich aus einer Powerbank. Der Bildschirm geht an und sucht sich ein Signal. Da es ja nur noch kein Signal gibt, schaltet er sich erstmal wieder aus. Ich habe dann mein Raspberry aufgebaut mit Keyboard und Maus. Mit einem HDMI-Verbindungskabel werden beide Baugruppen dann miteinander verbunden und der Raspberry Pi hochgefahren. Auf dem Bildschirm erscheint nun in guter Qualität eine Linux-Oberfläche. Und damit ist die erste Hürde schon einmal überwunden. Thank you.
Nun werden noch ein paar Programme gestartet und die Mausfunktion getestet. Auch die Menüfunktion des Bildschirms wird mit den Tasten auf der Platine durchgespielt. Da scheint alles in Ordnung zu sein. So, nun nur noch herunterfahren und dann ist die Arbeit getan. Das Display soll aber noch in ein Gehäuse eingebaut werden. Dazu habe ich Athingiverse mir das hier gezeigte Modell herausgesucht. Aber der Druck und Bau dieser Ummantelung, der wird wohl das Thema eines weiteren Videos sein. Vielen Dank fürs Ansehen. Und wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über jeden konstruktiven Kommentar. Aber am besten ist es doch, Sie abonnieren einfach meinen Kanal. Schönen Dank und Salü aus dem Saarland.